einen Fall drauf. Und wir gucken jetzt vor allen Dingen noch mal auf ein Thema, was den Wahlkampf, der ja in der Tat sehr kurz war, noch mal durcheinandergewirbelt hat. Und zwar die Silvesterkrawalle hier in der Stadt. Danach waren natürlich die Themen Sicherheit und Integration noch mal ganz anders in der Diskussion. Und wir schalten dazu noch mal zu meinem Kollegen Marlon Amoyal ins Abgeordnetenhaus. Wie hat sich das Thema auf diesen Wahlkampf ausgewirkt? Ja, ganz schön manifest, denn die Umfragewerte gerade für die CDU, die stiegen nach der Silvester-Krawallnacht, die hier in Berlin ja auch das politische Establishment, die Parteien hier alle aufgeschreckt hat. Danach gab es auch viele Forderungen, wie man das Problem angehen kann. Und dieses Thema ist ein Thema, was die Berlinerinnen und Berliner interessiert. Sie hatten ja gerade schon ganz viele andere Themen auch angesprochen im Gespräch, aber wir wollen über das Thema Integration sprechen und wir wollen auch über die Silvester-Krawalle nochmal sprechen. Bei mir ist Heinz Buschkowski, er war Bürgermeister im Bezirk Neukölln 1991, 92 und dann nochmal von 2001 bis 2015. Ich habe es gerade gesagt, die Silvesterkrawalle, die haben ein Stück weit auch die Stimmung hier in Berlin geändert, zumindest wenn man jetzt auch die Umfragen sieht. Ist das das Einzige, was sozusagen diesen Wahlkampf jetzt auch nochmal deutlich dominiert hat? Naja, es hat Öl ins Feuer gegossen, das ist schon klar. Die Atmosphäre angeheizt. Es ging ja auch zur Sache, das kann man ja nicht anders sagen. Aber das ist es natürlich nicht allein. Insgesamt sind die Berliner unzufrieden mit der Stadtpolitik. Der Berliner Senat hat die schlechtesten Umfragewerte von ganz Deutschland, in allen Bundesländern. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Leute auf der Straße auch abwinken, wenn sie auf Politik angesprochen werden. Aber richtig ist, Silvester war ein Höhepunkt der Fehlentwicklung und es war eigentlich nicht das, was man sich den Alltag in der Bundeshauptstadt vorstellt. Sie sagten gerade ein Höhepunkt der Fehlentwicklung. Danach hat beispielsweise die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey gesagt, ihre Parteikollegin und auch Nachfolgerin ja in Neukölln, sie packt jetzt an, man muss die Dinge auch jetzt beim Namen nennen, man muss verstärkt auch auf das Thema Sicherheitspolitik setzen, man muss Integrationspolitik auf die Agenda heben. Aber ist das ein neues Problem oder nicht eigentlich ein altes hier in Berlin? Also ich bitte Sie, das, was Sie eben aufgezählt haben, also das habe ich schon 100-mal gehört. Das ist überhaupt nichts Neues. Das ist wie die oft zitierte Härte der Gesellschaft. Und das ist wie, jetzt müssen wir aber klare Antworten geben. Und wir müssen aber auch sofort einen Gipfel einberufen. Und wir brauchen unbedingt noch ein paar Sozialarbeiter, dass das nicht wieder vorkommt. Also nehmen Sie mir es nicht übel. Das ist alles hochgradig albern. Das haben wir schon 100-mal gehört. Das hat an den Verhältnissen überhaupt nichts geändert. Und die sozialen Verhältnisse in den Brennpunkten der Stadt sind absolut dieselben wie vorher. Und sie werden auch beim nächsten Silvester wieder so sein wie vorher. Und dann werden wieder alle ganz entsetzt mit großen Kinderaugen in die Kameras gucken und sagen, na, das ist ja ein tolles Ding. Das ist ja eine völlig neue Richtschnur. Und jetzt sind wir aber doch schwer enttäuscht. Machen wir es mal ein bisschen konkret, weil Sie ja auch die Erfahrung haben aus Neukölln. Sie leben dort, Sie sind dort auch unterwegs. Ich habe es ja gerade gesagt, auch Franziska Giffey war ja in ihrer Zeit als Bürgermeisterin in Neukölln nach Ihnen ja auch dort vor Ort. Jetzt geht es konkret ja darum, auch die Probleme anzupacken, die vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten, will ich sagen, ja auch verschleppt worden sind. Auf was kommt es denn da konkret jetzt an? Braucht es mehr eigentlich in Bildung? Braucht es nicht mehr auch letztendlich auch Integration wirklich? Und braucht es dann nicht letztendlich auch an anderen Stellen zum Beispiel auch einen härteren Staat? Also was wir mit Sicherheit nicht brauchen, ist ein weiterer Laberzirkus. Den kennen wir schon. Und irgendeinen runden Tisch und irgendeinen Gipfel, das brauchen wir auch alles nicht. Was wir haben soziale Verwerfungen im Miteinander der Menschen dieser Stadt. Und diese sozialen Verwerfungen müssen wir angehen. Wir müssen an junge Männer rankommen, die sich totlachen über uns, wenn sie irgendwelche dauerkriminellen Taten begehen und dann mit 500 Euro auf Bewährung das Gericht verlassen, da lachen die sich scheckig. Und für die sind alle, die eine Uniform tragen, ob Hilfssanitäter, ob Feuerwehrmann, ob Polizist, alles Feinde, weil es sind Vertreter dieses Staates und diesen Staat verabscheuen
Sie. Schauen Sie, ich kann Ihnen da ein Beispiel geben. Es ist gerade ein junger Mann wegen schweren Raubes und organisierter Kriminalität zu 7,5 Jahren Haft verurteilt worden. Was haben wir gemacht? Wir haben ihn nach 1,5 Jahren aus der Haft entlassen, weil wir ihm die lange Untersuchungshaft nicht zumuten konnten. Was hat der junge Mann gemacht? Der ist zum Flughafen geflogen und ist ab in die Heimat in den Libanon. Sehen Sie, so läuft das hier bei uns. Und dann fragen Sie, was sollen wir machen, damit die jungen Männer von 20 bis 25 uns ernst nehmen? Ja, wir müssen ihnen einfach entgegentreten und sagen, wir sagen euch mal, wie hier die Spielregeln sind, wie wir miteinander leben. Und wir würden dich ganz herzlich bitten, auch so mit uns zu leben. Und wenn dir das nicht passt, dann musst du dir einfach einen anderen Bleibeort suchen. Also eine ganze Menge auch letztendlich an Themen, die hier auch an Forderungen der Politik gegenüber, ja, Sie hier auch nochmal ganz klar auch nochmal formuliert haben. Jetzt ist man mit einer Sonderstaatsanwaltschaft herangegangen. Es gab 145 Festnahmen. Es gibt über 100 Einleitungen von Strafverfahren gegen die Täter dort auch in der Silvesternacht. Sie haben es gerade angesprochen, dass das ein komplexes Problem ist. Und jetzt gibt es aber auch beispielsweise den Spitzenkandidaten der Union, der sagt, das sind auch unsere Jungs. Also irgendwie muss man ja mit dem Problem umgehen. 36% der Berliner haben einen Migrationshintergrund. Wie konkret anpacken? Was wären Ihre 1, 2, 3 Themen? Na, zum Beispiel brauchen diese jungen Männer eine Lebensperspektive. Wir haben 20% junger Männer, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Die haben keine Berufsausbildung, die haben keinen Job. Das Einzige, was sie haben, ist Langeweile und Rumlungern. Damit kriegen wir sie nicht begeistert für diese Gesellschaft. Und ich kann Ihnen nur sagen, als ich Bürgermeister war, ich habe mir den Mund pusselig geredet, dass das so nicht geht, dass wir den Wagen nicht so gegen die Wand fahren lassen können. Es hat niemanden interessiert. Und solange wir uns nicht um die Bildung und um den Bildungsstand dieser jungen Männer, es sind nur junge Männer, kümmern, so lange werden die sich immer weiter von uns abwenden, diesen machen und sagen, die Herrscher dieser Straße sind wir und nicht ihr. Und das demonstrieren wir euch jedes Mal, wenn Gelegenheit dazu ist. Und denen macht das Spaß, ein Feuerwehrauto mit einem Feuerlöscher einzuschmeißen. Das ist denen völlig wurscht. Jetzt ist eine ganze Menge, wie gesagt, auch was passiert ist. Sie haben es gerade auch noch mal geschildert, glaube ich, sehr plastisch, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute um 18 Uhr werden wir mehr wissen, wie die Prognosen hier sind. Was sind denn Ihre Erwartungen an diesen neuen Senat, der letztendlich dann mit der Abgeordnetenhauswahl, aber auch mit der Bezirksverordneten, mit den Bezirksverordneten, die hier gewählt werden, an dieser Stelle dieses Problem anzupacken? Also ob es ein neuer Senat werden wird, mal abwarten. Das werden wir erst mal sehen. Also ich bin da nicht so sicher wie Sie, weil die Berliner sind da leidgeprüft und die wählen dann auch das zweite und das dritte Mal wieder dasselbe, auch wenn sie unzufrieden sind. Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig mit einer Prognose, weil die drei regierenden Linksparteien haben sich verabredet, weiter miteinander zu machen und rumzudümpeln als Laienspielschar. Es wird dabei nichts Besseres rauskommen, aber es wird so sein, dass sich die Menschen hinterher wieder an den Kopf fassen und sagen, warum hat mich keiner beraten, warum habe ich den gleichen Quatsch wieder gewählt? Aber es stimmt eben nicht. Es sind alle gewarnt, aber wie gesagt, die Berlinerin und der Berliner sind leidensfähig und dann werden wir mal schauen, ob sie uns das gleiche Geschenk zu Ostern wieder ins Körbchen legen. Ich hoffe nicht, ich persönlich würde mich schon freuen, wenn wir einen Wechsel in der politischen Landschaft Berlins bekommen würden. Verdient hätte es die Stadt. Sagt ein Berliner und sagt ein SPD-Mann, sagt Heinz Puschkowski. Ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Analyse.